Jetzt mal aus mit dem anderen Hut. Ich bin auch einer der Mitgründer der internationalen Nuclear Pride Coalition. Vor 3 Jahren gewesen, genau, da war ein paar Leute, Rainer Klute war auch dabei. Das war damals noch ein europäischer Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die gesagt haben, wir müssen was für den Erhalt der Kernkraft tun. Ich hatte mich damals sehr stark dafür eingesetzt, dass wir als allererstes Event das Nuclear Pride Fest in München machen, wo auch viele von euch da waren. Und das war nämlich genau das, was nötig war. In dem Land, wo die Kernkraft die geringste Lobby und die geringste Unterstützung hatte, es war ein Tabu, darüber zu reden. Ich hatte Diskussionen teilweise auch auf so Fachkonferenzen. Also, sagen Sie mal, Herr Dr. Peters, das ist ein völlig abwegiges Thema, das Sie da voranbringen. Nein, es ist nicht. 3 Jahre später und wir stehen vor einer Laufzeitverlängerung, da bin ich ziemlich sicher. So, aber das, was wir in Deutschland haben, haben wir weltweit. Die Situation, komische Studien von irgendwo Wissenschaftler, die ihre Hausaufgaben nicht machen, Politiker, die nur bis zum nächsten Wahltermin denken, aber nicht irgendwie die Frage stellen, woher kommt eigentlich der Strom. Zum Beispiel in Belgien stehen alle 6 Kernkraftwerke auch unter Beschuss und sollen abgeschaltet werden, aber die sind ein bisschen pragmatischer, Gott sei Dank. Die sagen, okay, aber vorher müssen wir irgendwie Ersatz haben. Die Holländer wollen jetzt, die Liberalen dort, wollen jetzt wieder ein Kernkraftwerk bauen. Aber noch wichtiger ist, auf Ebene der EU gibt es 2 Initiativen, wo es jetzt hopp oder top geht. Und wahrscheinlich, also ich interpretiere das ein bisschen so, dass man auch hier ein bisschen nach der Bundestagswahl wartet, bevor man dann Deutschland den Korb gibt. Und das eine ist die Kernkraft, ist es im Green Deal eingeschlossen oder nicht? Und das zweite ist, in der sogenannten Taxonomie, wird eine EU-Verordnung, die der Finanzbranche vorgibt, was ist nachhaltiges Investment und was ist kein nachhaltiges Investment. Und da ist die Gemengelage ganz einfach. Deutschland, Österreich, Luxemburg sind ganz klar gegen Kernkraft als Clean Energy in der Taxonomie oder im Clean Deal. Dann gibt es so 10 Länder, sowas wie Frankreich, Finnland, Polen, Estland, also die baltischen Staaten, Slowakei, Rumänien, Ungarn. Die sagen, hey, sag mal, spinnt ihr? Wir können ohne Kernkraft, können wir die Klimaziele nicht im Entferntesten erreichen. Und trotzdem, Deutschland ist immer ein großes Land, da muss man damit rechnen, dass die das zumindest verzögern können. Wie gesagt, ich glaube, dass sie jetzt noch auf Rücksicht auf Angela Merkel nehmen und wenn die jetzt dann mal weg ist nach der Wahl, dann kann das auch so beschieden werden. Aber wir müssen uns dafür einsetzen. Wir haben am 11. September, leicht zu merken, also 20 Jahre nach 9/11, haben wir in Brüssel am Platz des Hauptbahnhofs, da gibt es so ein schönes Rondell, haben wir eine zentrale europäische Demonstration angemeldet, wo wirklich aus allen europäischen Ländern Leute kommen. Und ich bitte euch, schaut euch das an, das ist Nuclear Pride. Wir schicken es nochmal rum, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also mit BE hinten dann, ich glaube nuclearpride.be oder sowas. Da haben wir die Webadresse oder standupfornuclear.be, genau, das ist es, glaube ich. Danke, Daniel. Da stehen ja nochmal die genauen Daten dran. Das wird so gegen 14 Uhr sein, 14 bis 16 Uhr wie hier. Und da brauchen wir euch. Wir brauchen da auch Masse. Wir müssen der EU-Politik zeigen, dass wir gegen dass wir gegen den Atomausstieg sind und für eine Laufzeitverlängerung und für einen Neubau von Kernkraftwerken. Und da brauchen also gerade die Leute, die jetzt vielleicht mehr Richtung Nordwesten Deutschlands wohnen, wenn die sich da morgens in den Zug setzen, kommen sie auch abends wieder nach Hause, sofern die Bahn nicht streikt. Und ansonsten kommt man da auch vielleicht bequem im Auto hin oder irgendwie so. Also schaut euch bitte an, ob ihr das am Samstag, den 11. September, Samstag, den 11. September, ob ihr dann nach Brüssel kommen könnt. Vielen Dank.